Ich begrüße jetzt die Leute auf YouTube wieder dazu. Neuer Tag, neuer Stream. Wir konnten beim letzten Mal gar kein Glücksspiel betreiben. Wir hatten uns ausgeruht. Und jetzt wollten wir zurück zur Nordinsel. Okay. Endlich stechen wir in See, ja. Und wir werden direkt angegriffen. Gerade erst das Boot, dieses Bootsfigürchen ausgepackt. Direkt angegriffen werden. Super. So wie man das mag. Hätte vielleicht den Dicken zuerst hauen sollen. Sie kann halt nichts. Na ja, gut, den einen Schaden, den können wir verkraften. Gerade so. Aber nur gerade so. So, war das. Das war der rechte Weg, ne? Der uns dahin geführt hat. Ihr habt die Insel erreicht. Wir haben ja auch schon alles auf dem Weg erkundet, also von daher ist ja jetzt nicht mehr so viel. Und wir werden direkt abgefangen. As you make your way ashore, you see an impeccable line of soldiers in white armor awaiting you. Ist der. Ich habe jetzt den Sound ein bisschen umgestellt. Ist die Sprache zu leise? Wenn ja, dann muss ich die wieder ein bisschen lauter drehen. A welcome party, Lack asks, though the atmosphere is far from welcoming. Okay, ein bisschen zu leise, das ist in Ordnung. Dreh ich lauter. In accordance with national decree, we have come to apprehend the rebellious maiden, the soldiers say, pointing countless blades at you. Was wirst du den Soldaten... Ja, was hat Lily verbrochen? Ganz ehrlich. According to the soldiers, allowing the masked soldier to escape in the forest was a huge infraction of national decree. Okay. Lanka hangs her head. Apparently, national decrees are matters of utmost importance to maidens. Ich komme leider gerade nicht ins Menü rein. Ich muss mal da abschalten. Who appears to be the squadron's captain claps Lanka in restraints. The maiden must be educated, the captain says. Dispose of the others, including the attendant. Wow. Nette Wachen. Dispose of stress. Ja, ja. Ihr mich auch. Aber ihr Tenten. Achso, sie selber kämpft jetzt gar nicht mit. Nur der Tenten. Ja, dann hole ich mir erstmal ein paar Steinchen. Da brauche ich ein paar Klunker. Brauche ich wirklich, weil ich muss viel heilen gegen die. Zum Glück hat sie Resi, aber das wird auf Dauer auch nicht helfen. So, gleich ein Großschnitt auf alle. Wir haben den riesigen Angriff, der wird ordentlich ziehen. Der Ring hat den erhaltenen Lichtschaden, das ist okay.
bin jetzt am Überlegen, nochmal eine AOE zu zünden. Aber ich glaube, das lasse ich mal lieber. Ja, weil sie macht nicht den fetten Schaden. Und dann benutze ich lieber 3 Punkte, um hier die große Heilung zu nehmen. Dass alle fit bleiben. Ja, und jetzt nochmal mit dem Großschnitt drauf. Ah, den einen verfehlt leider. Aber die anderen sind erledigt. So, du musst mal kurz laden, damit ich nochmal so eine Großheilung machen kann. Aber das bringt bei uns nichts. Dann holen wir jetzt mal den Luftstoß, der nicht so viel Schaden macht wie gehofft. Aber reicht. So, das war's mit ihm. Staatsverbrechen zu erklären. After defeating the soldiers, you spot neither hide nor hair of Lanka. Sie wurde weggebracht. Ja gut, aber sie kann ja eigentlich nur in die Stadt gebracht worden sein, weil es gibt ja nichts anderes hier auf der Insel. According to Krim, the maiden will likely be taken to the Foundation, a school beneath the palace, to be educated. Mir gefällt es nicht, dass dieses Educated so in Anführungszeichen steht. Beziehungsweise so gesprochen wird, als ob es in Anführungszeichen steht. You begin walking toward the palace in hopes of saving the maiden, dragging along the faint attendant. Lanka, she murmurs. Oh, Lanka. Hier zum Palast von Alabastria, um Lily zu retten, ja. Wir gehen aber vorher nochmal in die Optionen. Und ich guck nochmal, ob ich an der Lautstärke was drehen kann. Die Musik ist laut. Mach mal die Musik nur mittel. Und dreh das komplette Ding wieder hoch. Ich hoffe, jetzt passt das. Wenn es mit der Abmische nicht passen sollte, sagt ihr Bescheid. Ich habe halt immer das Gefühl, die Soundeffekte sind dann ein bisschen laut, aber ja. Die sind ja schon auf dem Minimum. Hatten die eigentlich eine Spielhalle? Ja. Wir konnten ja beim letzten Mal nicht spielen. Da steht noch einer, den wir nicht kennen. Ja, alles aktiv. Ah Mist, jetzt habe ich die Erklärung dazu ausgewählt. Ja, wir spielen jetzt alles aktiv. Wollten wir beim letzten Mal am Ende nicht machen, jetzt machen wir es. Ist ja heute auch mein Geburtstag tatsächlich. Dementsprechend, da will ich natürlich auch bis sie spielen. Will ich Spaß haben. Wir beginnen. Möchtest du eine Ereigniskarte ziehen? Ja. Wegen mehr Karten. Bei 9.
Ist schon mal ein solider Start. Problem ist, wir müssen zwei weglegen. Ich werde die 3 und die 6 weglegen. Weil bei 3 und 5 ist die Chance höher, dass einer was machen kann. Ja, dummerweise hat er. Säuberung, die Ablage wird gesäubert. Ja, dann kriegt er seine 6er nicht. Oh, jetzt gibt's Bube. Den gab's beim letzten Mal noch nicht. Das kriegt der vom Sturm verweht. Okay, wird direkt... Oh, von allen wird in die geteilte Auslage gelegt. Das ist für ihn natürlich sehr gut. Für sie. Ja, weil sie kann jetzt 5, 6, 7 machen. Kriegt auch 18. Angriff. Ah ja. Die bewegt sich jetzt auch noch in die geteilte... Also jetzt ist die geteilte Auslage echt groß. Aber er kann nichts machen, okay. Ja, wir ziehen, wir gucken mal, was passiert. Oh, ich kann keine Skills auslösen. Ist okay. Ah, die 8 haben wir nicht gekriegt. Kacke. Konnten wir auch nichts machen. Die Zugreihenfolge wird geändert. Und er kriegt noch einen Zug. Das ist für ihn sehr gut. Gerade mit dieser riesigen Auslage, die da liegt. Da ist das für ihn top. Oh, und jetzt muss er aussetzen. Dann können wir es probieren. Komm, wir ziehen. Okay, unser aktuelles Blatt wandert in die Auslage. Ist okay für mich. Nehmen die 2-9er. Ich habe zwar schon 2-9er, aber jetzt haben wir noch mal ein bisschen Schild. Okay, jetzt wird einer übersprungen. Also hier geht's auch ab. Der Jungenweiß kriegt jetzt ein paar Punkte, aber wir sind noch vorne. Das ist wichtig. Der nächste, der eine 10 zieht, hat Glück. Sonst wird wahrscheinlich der mit den zwei Assen sein. Außer der kriegt jetzt nochmal so eine Bombe. Ich muss aussetzen. Ich dachte, meine Krabbe beschützt mich. Meine Krabbe schützt mich wohl nicht davor. Ein König, ja. Dann hat er seine... 36 Punkte, ach du Scheiße. Meine Krabbe hat mich nicht genug beschützt. Es ist die Schuld der Krabbe. Es liegt alles in der Auslage. Das sind 2 8er für ihn. Lumi! Wuhu. Wuhu, aber warum wurde es nicht angezeigt? Also ich habe es gehört, ich habe es aber nicht gesehen. Habt ihr es gesehen? Lumi hat schon gratuliert. Glaube ich. Meine ich. Ja,
Lumi hat gratuliert. Wurde angezeigt, alles klar. Sehr gut. Dann danke ich dir erstmal. Recht herzlich. Danke, danke, danke. Jede Unterstützung ist toll. Keine Wirkung. Eine Niete gezogen, ja super. Und das sind zwei Buben. Und das sind 22 Punkte für uns. Das ist eine verfluchte Menge. Alle Gegner müssen eine Ereigniskarte am Bezug an Zugbeginn ziehen. Angriff. Meine Karte wandert in die geteilte Auslage. Na, das ist okay. Ja, nichts, was mir Punkte gibt. Und der Junge in Weiß, der wird langsam gefährlich. Das heißt langsam, der ist schon immer gefährlich. Und den kriegen wir auch nicht weg, wenn jetzt nicht einer eine gute Kombo hat, um den wegzuhauen. Aber Lumi, wie geht's dir denn? Jeder gibt eine Reihe an den Spieler zu seiner Rechten ab. Hat die Punkte verteilt zu unserem Vorteil. Ray, hefte keinen Quatsch an. Ich kann die Heftung jederzeit lösen, das weißt du. Außerdem ist ja am Samstag nochmal der große Stream, da kann man ja dann gratulieren. Das passt schon. So, mal gucken, was wir für eine Säuberung. Alle Karten in der geteilten Auslage werden zerstört. Oh, wir geben wieder Karten ab. Heißt das, jetzt landen die ganz hohen bei mir? Ja. Ja, ich kann leider keine Reihe bilden, was aber absolut egal ist, weil wir haben die meisten Punkte. Das sind nur 14 Karten. Lange geht's nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn ein Charakter doppelt ziehen darf. Eine Reihe gebildet. Ja, jetzt muss er bloß was wegwerfen und damit gehen die Punkte nämlich wieder runter. Ja, da ist der Einzige, der noch gefährlich werden kann. Ja, legt natürlich meine Karte wieder raus, aber ist mir wurscht. Zwei Zehner. Das gibt Punkte. Wir waren aber über 50 Punkte, oder? Ich glaube, wir waren über 50. Ja, locker. Und wir dürfen sogar mehr ziehen. So, den darf ich legen. Damit ersetze ich unsere Neuner. Das gibt schon mal mehr Punkte. Der hat die meisten. Das heißt, dem klaue ich jetzt eine... Nee, dem will ich keine Reihe klauen. Wer hat denn eine teure Reihe? Du hast keine teure Reihe. Hast du noch eine teure?
haben alle keine tollen Reihen. Wir sind der Einzige, der eine wirklich teure Reihe hat. 3 mal 6 macht 18. Ja, da kann ich höchstens wieder klauen. Aber das ist die einzige, die Sinn macht. Die andere, die schmeiße ich weg. Die habe ich ihm bloß weggenommen, aber... ja. Bringt mir nichts. So, und damit müsste das Spiel jetzt enden. Bombe, er muss aussetzen. Okay, es endet nicht. Ja, da darf noch einmal. Angriff. Ja, der kann sich 2 Damen holen. Aber es reicht nicht. Das ist der letzte Zug. 10 sogar hierfür als... als Dings. Es sprengt den Rahmen des Smalltalks, wie es mir geht. Also das sage ich semi-gut. Wir müssen hier keinen Smalltalk halten, aber... du musst das auch nicht öffentlich sagen, zumal es ja eine YouTube-Aufzeichnung ist. Also passt das schon. So, wir haben gewonnen. Was kriegen wir Schönes? Neue Würfel? Irgendwas Cooles? You're too strong, says the boy in awe, proffering a gift in commemoration of your first win with these rules. Aha, was krieg ich? Ein neuer Tisch. Ladies Schatzkiste-Tisch. Ja, da muss ich, kann ich ihn nur aus dem Titelmenü. Warum haben wir denn hier jemanden noch nicht angesprochen? The man gazes out over the pristine city. Not the easiest place to explore with some snacks in hand. Too clean, he muses. Ja, da hat man... Bei so einer sauberen Stadt hätte ich, glaube ich, auch furchtbar Angst, die Stadt einzusauen, wenn ich irgendwie mit dem Döner oder so in der Hand laufen würde. Und die Stadt ist so super sauber. Also... so, du kannst theoretisch vom Stadtboden essen, sauber. Ich glaube, da hätte ich richtig Angst, die Stadt einfach dreckig zu machen. Dein Stream dient nicht als Kummerkasten. Nicht? Aber manchmal ein bisschen. Okay. The palace gate that leads to the foundation is blocked by a burly soldier. It doesn't look like you'll get past easily. Nur verprügeln wir uns durch. You place your hand on your weapon, but before you can strike, Krim beckons you over to a different route. Okay. Also hier habe ich jetzt durchgeprügelt, aber ich bin da auch recht frontal. Dein Schwiegervater feiert seinen 60. und da freust du dich drauf, das ist doch schön. According to her, there's a hidden passage leading from the maiden shrine to the foundation. Okay, gehe zum Miko-Shrine. So, der Weg, der drumherum führt, wird hier. Beneath the edge of the shrine is an old door. Could this be the entrance to the hidden passage? Ja, wir gehen rein, wir haben hier oben eh nichts mehr zu tun. The door and descend the stairs dug into the very earth. The dimly lit passage seems to go on for miles. This place gives me the creeps, says Lack with a shudder. There are no ghosts here, so don't worry. Krim replies encouragingly. Though I can't say the same of enemy soldiers, you warn them. Then continue quickly on your way. Keine Geister, aber Soldaten, ja, tief ins Innere der Schule. Scheint hier mehr wirklich so eine Anstalt für Gehirnwäsche zu sein als eine echte Schule. So ein Indoktrinierungslager.
Vor allen Dingen, wenn das so weit unter der Erde ist. Beneath the Alabaster Palace lies the foundation. Within the sunless corridors echo the sounds of writing, day in and day out. Auf eine Tür und einen Tisch. Wir sehen uns erstmal um, würde ich sagen. Wer greift uns hier unten an? Monster oder Ritter? Oder beides? Monster. Warum gibt es in der Indoktrinierungsanstalt unter der Erde Monster? Könnte ich außer Gefecht setzen. Aber wenn ich den außer Gefecht setze, ist auch egal. Weil die Ritter keinen Bock hatten, die Monster zu töten. Ja, die sind zu sehr damit beschäftigt, Kinder zu quälen. Wahrscheinlich. Wie das halt in so einer Schule ist, ne? Wir waren alle mal Schüler. It appears a diary of sorts has been left on the desk. Within its pages, you read orderly lines of text that say the following. Okay, was steht in dem Tagebuch? Heute habe ich den Befehl erhalten. Es ist meine Pflicht, ihn zu befolgen. Und ich kann mich ihm nicht widersetzen. Tag 5. Noch kein Anzeichen dafür, dass ein Ego erwacht ist. Ego? Tag 11. Bei zwei Testsubjekten wurde ein erwachtes Ego festgestellt. Sie werden ins Lehrzimmer gebracht. Ich habe jetzt mal eine Theorie und ich möchte, bevor wir hier irgendeine Antwort kriegen, die Theorie einfach mal äußern, dass wir gedanklich auf dem gleichen Level sind. Mein Gedanke war jetzt, weil wir ja diese Person getroffen haben, die genauso aussieht wie unsere Miko, dass entweder das Mädel, was wir im Wald gesehen haben, oder unsere Miko nicht die echte Person ist. Sondern dass das quasi bloß eine erzeugte Gestalt ist, die quasi ein abgespaltener Teil der Persönlichkeit ist, den sie hier mit Magie erschaffen. Weil wenn es heißt, es gibt ein Ego, könnte das ja sein, dass es einfach ein abgespaltener Teil der Person ist und genau das haben wir gesehen. Ist jetzt einfach mal eine Theorie von mir. Aber ihr könnt ja mal sagen, ob sich das für euch schlüssig anhört. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Seite umblättere, steht direkt drauf, dass das alles Quatsch ist. Aber ich hab's zumindest mal in den Raum geschmissen. Tag 20. Uns wurde mitgeteilt, dass wir, was wir mit denen tun sollen, die Anforderungen nicht erfüllen. Das ist also der Unterschied zwischen ihnen und den Menschen. Nothing further is written. You replace the diary atop the desk. Wahrscheinlich werden wir hier wieder so ein bisschen vor die klassische Frage gestellt, was macht einen Menschen aus, ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Das ist ja gerne mal so eine typische Frage, die man sich in solchen Geschichten stellt. Werden wir bestimmt noch mehr Einträge in den folgenden Räumen. You see Lanka peeking out from behind the door. But something's not right about her. It's not Lanka, Krim whispers, her whole body trembling. Okay. The mysterious girl then dashes off somewhere. Wahrscheinlich wieder so eine Kopie. Ich sag ja, die machen hier Kopien. You hear a soldier's voice from the other side of the door. You decide not to press your luck. And leave the area. Dann ist wahrscheinlich die Geflohene einfach eine Kopie gewesen. Oder es sind beides Kopien. Vielleicht war keine davon die echte.
Jetzt tun sich die Ritter schon mit den Monstern zusammen. Na gut, das könnten Wachhunde sein. Das sind zwar eigentlich keine Wachhunde, aber man könnte sie so definieren. Kann ich gleich wieder heilen. Wenn der mich nicht umbringt. So, für den da reicht's. Und dann gibt's jetzt noch einmal die große Heilkraft. Sogar kritisch. Fortune favors the bold. Dann geht's uns wieder gut. Zack, Ritter zersäbelt. Okay. An empty basket lies at your feet. What could this possibly be for? Dummi, du gehst schon wieder. Dann mach's gut. Leerer Käfig. Wirkt alles nicht so gut hier. Und ein ganzer Sack Lillies. Fight him off. Ritter, die das alles überwachen. Wie man das halt so kennt. Also heilen kann sie echt gut. Fortune favors the bold. Hat nicht gereicht. Fortune favors the bold. Er heilt sich nur selber. Das ist sein Untergang. Wow. Aber wir kriegen ihn trotz Minimalschaden kaputt. Zumindest das. So, wir gucken uns hier aber erstmal im Raum fertig um. Mehr Käfige, mehr Lillies. Mehr Gegner. Wirkt zum Glück gar nicht, als ob die hier irgendwelche sehr, sehr fragwürdigen Experimente gemacht haben. Wäre ja schlimm, wenn das so wirken würde. Aber zum Glück wirkt das ja nicht so. Kommt auch gar nicht so rüber, als ob hier die Ritter alle böse sind und wir ein gutes Recht haben, sie fertig zu machen. Ich meine, wenn es was Legitimes wäre, würden sie es uns vielleicht erklären. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagen die sich einfach, nee, Erklärung ist nicht.
Magnificent. Aber hart zuhauen kann er. Aber wir auch. You did great. Da verlassen wir den Raum wieder. Na gut, dann fangen wir mal in der Ecke an. Ja. Kann die Notizen nicht lesen. Na gut, dann gehen wir mal zu Lili. Property of the city, the girl recites repeatedly. Miko ist Eigentum der Stadt, okay? The maiden shall not ask for anything, the girl reads aloud. Mhm. Sie soll nicht um etwas bitten. It is an honor to be chosen as a maiden. Nicht, wenn du geklont bist. Dann ist es keine Ehre, weil dann wurdest du für diesen Zweck geschaffen. The maiden's actions are managed by national decree, the girl writes. Mhm. The maiden's relic is more important than life itself, the girl transcribes. Ja, warum ist das Leben, warum ist die Waffe, die es nur einmal gibt, oder der Gegenstand, den es nur einmal gibt, wohl wichtiger als das Leben der Miko, die wir tausendmal geklont haben? Warum sollten wir ihnen das indoktrinieren? Ein Wiederbeleber, das ist nicht gut, dass wir den hier kriegen. Schock mal den da. Er stört sonst nur. Das Kampfgeheul funktioniert nicht, bin ich froh drum. Sondern jetzt am besten kritischen Großschnitt. Ja. Mehr Untergrund. Yay. Kann nur gruseliger werden. Okay, er deckt einen großen Bereich auf. Das ist nicht gut. Das bedeutet wahrscheinlich viele Gegner. At the end of the corridor, you find an open space that looks to be a small room. When you peer inside. Oh, da geht eine Wache um. Not like anyone comes through here anyway, the guard grumbles as he half-heartedly surveys the area. I doubt he'd notice an intruder until they slapped him in the face, you say in astonishment. Geh weiter, ohne dass die Soldaten dich sehen. Das mache ich jetzt mal mit Pfeiltasten. Der Wachsoldat bewegt sich auf einer festgelegten Route fort und macht immer dann einen Schritt, wenn du ebenfalls einen Schritt zurücklegst. Karten, deren Rand rot leuchten, befinden sich im Sichtfeld des Soldaten. Du musst diesen Abschnitt neu beginnen, falls du mit ihm zusammenstößt oder durch sein Sichtfeld läufst. Außerdem ist die Funktion Springen deaktiviert, solange du dich in den Wachen Wachenbereich dieses Stockwerks befindest. Näherst du dich einem bewachten Zimmer, stehen Speichern, einschließlich Autospeichern und Laden nicht mehr zur Verfügung. Die wegweisende Glocke kann auch nicht benutzt werden. Okay, ich muss aber die Maus benutzen. Da kann ich mit
Ah, ich kann noch mit WASD. You make it through the room without the guard noticing. Laddie's expression reads of relief. As soon as you leave the room, you hear the soldier say, "Time for lunch." He then promptly leaves the area. Okay, ich kann alles wieder nutzen. Er ist gegangen. Finde ich gut. Und ich kann ihn verstehen, ich habe auch noch kein Abendessen gehabt. Two soldiers survey the area. Er dreht dann einmal wieder ab. Lanka should go first. Krim begins, then gasps and covers her mouth. I'll go first, you say in the stead of a speechless somebody. Then take the vanguard. Ja, ich gehe vor. Der ist ja erst nach rechts abgebogen. Aber so nicht raus. Ich muss warten, bis die zurückkommen. So, hier kann ich. So, ich muss immer genau hinter dem sein. So, jetzt komme ich durch. Thinking that you should be fine after coming this far, you let your guard down. When you do, you overhear the guard speaking. Break time, they announce before heading off somewhere. Warum machen die alle Pause, wenn wir mit ihrem Bereich durch sind? Hätten die nicht vorher schon Pause machen können? Wird die ja platt hauen. Wer ist noch im Chat? Rechts oder oben? Rechts sieht kleiner aus, aber ich kann es nicht genau sagen. Hat keiner im Chat? Sehr schade. Wer ist noch da? Rechts, ja. Und wir werden direkt angegriffen. Ereignis gerade alle. Alle werden eine Runde lang in Gift versetzt. Naja, super. Komm, Freude auf. Ja, dann machen wir jetzt einmal eine Vollheilung und hauen dann einfach nur den Wolf kaputt. Wenn es nicht anders geht. Ja, die hat Resistenz, da bringt das nicht viel. So, da haue ich auch einfach nur normal zu. So, Rest dürfte das Gift erledigen. Thank you.
So, der kommt jetzt leider nicht mehr zum Essen. Der hat wahrscheinlich nur so schlecht gekämpft, weil er genauso hungrig ist wie ich. Nee, wir gehen noch nicht weiter runter. Ich möchte mich erst umgucken. Also rechts war Weg nach unten. Hätte ich aber auch genommen. Hier ist noch eine Kiste. Mit einem mittleren Heiltrankset. Also hier muss ein Boss unten warten. Kann ich mir nicht anders erklären. Und zwar wahrscheinlich ein starker, weil wir kriegen viel Zeug. A single corridor extends in front of you. Either side is lined with countless baskets. Aber in denen ist was drin. While most are empty, there are a few in which you see a humanoid shadow. Okay. As you bring your face closer, the shadow does as well, then blinks its eyes. Der Schatten blinzelt, okay. Whatever is within the basket is undoubtedly alive. Chills run down your spine and you step away from the basket. Einer der Klone. Das wirft auch die Frage auf, vielleicht sind das die Schattengestalten, die wir in Lettys Herz immer sehen. Vielleicht ist Letty oder vielleicht sind die Miko allgemein Klone. Vielleicht werden die gar nicht auserwählt. Ich weiß nicht, ob die nur auf dieser Insel geklont werden oder ob die allgemein geklont werden. Aber dann wäre die Frage, warum die auf unserer Insel keine gibt. Ja, wahrscheinlich werden die nur auf der Insel hier geklont. Die anderen da opfern sie einfach normale Leute. Don't hold back. Und ich kann nicht sagen, was schlimmer ist, weil irgendwo neige ich halt dazu zu sagen, okay, das mit den Klonen ist irgendwie die bessere Variante. Wenn man Klone hat, die wirklich nur den Zweck erfüllen, sich zu opfern, ist das irgendwie Nunger. Lady schien einen echten biologischen Vater und eine Mutter zu haben. Das stimmt. Das war. Weil dieses ganze System der Opferung ist irgendwie allgemein ziemlich mies. Deswegen, also, bin ich kein Fan von. Wenn diese auch ein eigenes Bewusstsein haben, naja, denke ich, ist in Ordnung ger. Da ist wirklich dieses etwas besser als einfach irgendwen zu opfern. Aber wirklich in Ordnung ist es natürlich nie. Deswegen, ich sage ja, mit dem ganzen System habe ich meine Probleme. Das mit dem Klonen finde ich nur etwas angenehmer. You see a group of soldiers. You quickly conceal yourselves in the shadows to take stock of the situation. Oh Gott, läuft ja kompliziert. Das kann ich mir doch nie merken. Ich bin doch so ein Simon Says Analphabet. The surveillance is even tighter than before, so you'll have to proceed with the utmost caution. Ja, hier werde ich mindestens einmal geschnappt. That guy is always slacking off, the guard gripes, as he makes a run for you.
You flee, quick as your legs can take you. Somehow, you manage to shake off the soldiers. You'll have to watch their movements extra carefully, so you don't get caught. Dann eins runter. So, hier wird's problematisch. Uiuiuiuiui. Ich will an meine Kiste ran. Ist ja eine Kackwand. Schulschlüssel. Kann man schon denken, wofür der ist. Wir hatten ja eine ziemlich ominöse Tür. Scheiße, ich bin eins zu... ich hätte wieder runtergehen sollen. Now, what are we supposed to do when we find an intruder again? Ja, the ja. Guard asks, flustered. He then readies his weapon and rushes at you. Nein, ich möchte mir die Bewegung der Soldaten nicht nochmal ansehen. Ich hatte es ja fast. Muss ich den Schlüssel neu holen eigentlich? Da habe ich den. Den habe ich. Okay. Das ist schon mal gut. Der hier nach rechts. Jetzt einmal durch. Ich meine, ich könnte auch einfach wieder hochgehen. Ich habe ja den Schlüssel. Aber ich will mal gucken, was hier links ist. Wenn was da ist. Super. Darf ich hier nicht aussetzen? Ah doch, ich kann einfach auf dieselbe Stelle nochmal drücken. Dann setze ich eine Aktion aus. Okay. Da muss ich bloß die Maus für verwenden. Gut, wir haben's. You've successfully made it past the soldiers. Then. Lack starts to sniffle and snuffle, clearly about to sneeze. Oh nein. But Laddie swiftly covers its mouth and nose, stifling whatever sound threatens to escape. Lack, practically smothered by Laddie's hand, looks like it's having trouble breathing. Muss ein Handpuppen-Naturgeist überhaupt atmen? Just then, you overhear a messenger informing the guards that they've found evidence of an intruder. All of them hurry upstairs. Na super. Das heißt, die warten jetzt alle oben. Das heißt, was auch immer wir tun müssen, wir müssen, was wir tun wollen, wir müssen es hier unten tun.
oder warten, bis die keine Spur finden, aber früher oder später kommen die hier rüber und dann müssen wir versteckt sein. Und zwar gut versteckt sein. Aber die Frage hier mit dem Klonen ist halt auch, warum so viele? Ich meine, eine wird doch reichen, oder? Müssen das gleich 30 Stück sein? Heilkraft gerade mal alle wieder fit machen. Ja, diesmal nur eine 15er, aber das ist trotzdem genug. Kommen wir nochmal auf die. Dann gibt es jetzt nochmal so einen Großschnitt, der jetzt alle erledigt. Die hat eine neue Stufe erreicht. Finde ich gut. Dann ist sie jetzt auch wieder voll. Und wieder ein bisschen besser geworden. Da ist eine Tür. Die, für die wir den Schlüssel haben, nehme ich an. Frage ist, erst Tür oder erst Gang? Oder erst Part beenden. Also wahrscheinlich eher das, was zuerst kommt. Ja, das, der hat zu viel Defense. Adalas. Dunkelschaden der KP wiederherstellt. Zum Glück hat sie so eine gute Resi dagegen. Aber immer noch paralysiert. Und feuern wir mal mit Weißlicht drauf. Fortune favors the bold. Und wir hauen sie jetzt mit dem Großschnitt alle weg. So, ich würde aber sagen, an dem Punkt beenden wir mal den Part. Ihr könnt euch überlegen, ob Tür oder Gang. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit Voice of Cards, The Forsaken Maiden. Bis dann, euer Wolf.